Hi Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Star Wars The Old Republic. Hiermit hast du jetzt offiziell alle Leute verscheucht. Die denken sich, ach, die ist genauso unmotiviert wie wir, das jetzt zu gucken, also schalten wir wieder ab. Ach komm, ich bin doch sonst immer so motiviert. Ich habe heute eben halt schlechte Laune. Lass mich. Warum hast du denn schlechte Laune? Vielleicht können die Leute dir helfen. Wir machen heute eine Weil ich Therapiesitzung, morgen anstatt 3 Stunden zu BWR habe. spielen. Ja und? Und Sport und mir ist immer noch mies geht wegen Freitag. Oh. Dann einmal eine Runde Oh für Melli. Leck mich. Und wir werden heute storytechnisch weitergehen. Das führt uns erstmal in einen Flashpoint, weil wir nach Coruscant müssen. Und wir haben die Wahl, wir gehen entweder den langweiligen Weg, einfach so nach Coruscant, oder wir begeben uns mit der Esselis nach Coruscant. Außerdem bin ich müde. Was ich ja immer abends bin. Deswegen haben wir uns in den Gruppenfinder eingereiht. Und da Das habe ich ist. jemanden gefunden, wie geil. Ja, weil wir auch immer als Tank und DD uns einreihen und dann finden wir eigentlich immer welche. Ich mache nebenbei heute noch einen Let's Eat hier mit. Nur weil du den ganzen Tag nichts gegessen hast, ehrlich, das. Korrekt. Weißt du, was ich irgendwie doof finde? Was? Montag läuft Big Bang Theory und Dienstag läuft es auch. Ist halt beliebt. Ja, was bringt das einem? Naja, Ich dann kannst du meine. es gucken. Obwohl du nicht schon alle Folgen auswendig kennst. Ja, toll. Ich kenne sowieso schon alle Folgen. Na, die neueren, die habe ich dann schon innerlich. Warum lädt das gerade so lange? Ey, neuere noch nicht so, aber trotzdem. Ja, und dann zeigen sie nicht mal so gute Sendungen wie Community. Ja. Ein Hoch Sie auf. können ja ruhig auch ein paar, Was? könnt ihr auch ruhig ein paar Animes oder so zeigen. Ich meine, ich gucke sowieso Animes und Mangas kommen eh gerade in den Trend. Eigentlich nicht. Der Trend ist vorbei. Leck mich. Ja, wie ihr seht, ich habe hier ein paar Kartellmarken-Gegenstände. Das wirst du nicht auch mal die Leute begrüßen. Hast du doch schon begrüßt. Oh ja, schon heißt ja brüstet. Ja. Ach, ich bin das nicht gewohnt, dass du so heißt. So, wir befinden uns jedenfalls hier auf der Esselis und wir können hier Karten spielen. Sabak. Ach schade, der lässt keinen mehr auf. An sich zeigt das, dass das ursprünglich, glaube ich, möglich hätte sein können, dass man Sabak spielt. Toll. Und wie wir sehen, Alusius ist ja noch Anfänger. Warum? Naja, ich weiß nicht, also jeder normale Mensch, der von dem Planeten runterkommt und Level 10 ist, der macht doch als allererstes, sich eine erweiterte Klasse zu holen. Hat er nicht. Richtig. Ah. Schöne Musik, schöne Musik. Irgendwie läuft das heute gerade nicht so flüssig. Naja, Patch Day. Na. So, natürlich gar nicht. Ja. Ah. Entschuldigung. Ja, könnte ich einen Moment mit euch sprechen? Ich Wartet will euch nicht auf, stören, Jedi, Gruppenmitglieder. aber ich frage mich, ob bereits jemand von der Schiffsmannschaft mit euch gesprochen hat. Niemand von der Schiffsbesatzung hat mich aufgesucht. Sollten Sie? Es gibt das Gerücht, dass uns ein imperiales Kriegsschiff folgt. Ich weiß, der Vertrag von Coruscant. Aber ich glaube nicht, dass das Imperium Frieden halten wird. Es ist weise, auf Täuschungen der Sith gefasst zu sein. Aber lasst nicht zu, dass Furcht eure Urteilsfähigkeit trübt. Es ist schwer, sich nicht zu fürchten, wenn man bedenkt, wozu das Imperium im Krieg fähig war. Die Mannschaft sagt den Passagieren gar nichts. Das ist nicht besonders beruhigend. Ich kenne das ganze Gespräch schon. Den Passagieren zu sagen, dass Ja, ich auch, aber die Imperiale in der Zuschauer Nähe nicht. sind, würde nur Ich Panik weiß. auslösen. Ja, wahrscheinlich. Trotzdem ist der Gedanke beunruhigend, dass Imperiale hinter uns her sind. Warnung! Warnung! Beschuss! Für Aufschlag bereit machen! Ich wiederhole! Alle bereit machen! Und bam! Das ist natürlich
ist immer was drin, was hier. Ja, natürlich. Warum auch nicht, ne? Könnt ihr mich hören? Geht es euch gut? Ah, ich bin tot. Alles in Ordnung bei mir. Gut, gut. Schade, ich wollte... Das war ein ganz schöner Treffer. Ich verschwinde hier. Wir hatten Glück, so glimpflich davongekommen zu sein. Hört zu, ihr müsst auf die Brücke. Der Captain wird jede Hilfe brauchen können, die er bekommen kann. Schnell, Beeilung. Vielen Dank, aber die Entscheidung treffe ich. Ich sage euch nicht, was ihr machen sollt. Ich sage lediglich, was ich für das Beste halte. Hier ist nicht viel zu tun. Ich könnte genauso gut auf der Brücke nachsehen. Ich wäre sehr erleichtert, wenn ich wüsste, dass ihr der Mannschaft helft. Viel Glück. Ja, viel Glück, lala. Wir haben hier auf jeden Fall quasi drei Jedi-Botschafter und eine Soldatin dabei. Komisch, ich dachte, einer von uns wäre der Rezept, aber nein. Das wollte ich nicht tanken. Nö, ich bin auf CD. Ah ne, ich bin tank. Scheiße. Oh ja, ich muss einfach hier mich dran gewöhnen. Ja, so schön gut tanken kannst du auf den Level noch. Geil. Genauso wie ich auch noch nicht wirklich heilen kann. Ja. Oh, ich kann plündern. Ich nicht. Was hab ich eigentlich nochmal? Keine Ahnung, aber genau, wir haben ja noch gesehen, wie ich einfach so ausprobiert habe. Boah, noch so ein Anfänger. Ich hatte Biochemie, wie gesagt. So ein Anfänger mit so einem Baby-Buff. Biochemie, wie mache ich das denn? Also hier kannst du auf jeden Fall nichts, dafür musst du ja pflanzen, was Biochemie schon irgendwie aussagt. Vielleicht kannst du den kleinen Druide was an. Hatte ich auch. Es gibt auch manchmal böse Astromech-Druiden. Nicht alle sind in der FDR-Zone. Ja. Nicht alle, aber die meisten. Ja. Wobei R2 ist ja auch nie nett zu den Sturmtruppen. Ergo ist R2 ja auch von denen aus gesehen böse. Ja. Und R2 ist frech. Und er ist frech. Das hier ist noch ein sehr storylastiger Flashpoint. Deswegen hier sehr viel geredet werden wird. Geredet werden wird. Ja, geredet werden wird. Ich weiß, es ist richtig, aber es klingt so komisch. Und hier müssen auch alle anwesend sein. Hier gehen keine Hologrammgespräche. Das ist immer ein Flashpoint so. Und Oceana kommt nicht. Hängt da hinten fest. Die guckt sich anscheinend noch um. Oder hat sich verlaufen. Wie kann man sich verlaufen? Ich hab's mal geschafft. Ja, sie scheint sich verlaufen zu haben. Sag ich doch. Möchte irgendjemand hingehen und sie abholen? Nein. Du? Nee. Ach, na gut. Ich geh mal hin und hol sie ab. Okay, ich mach so lange ein Feuerwerk in die Person hier vor uns hinein. Oder aus hier heraus. Wenn sie jetzt auf rüber kommt. Ja, jetzt müsste sie eigentlich sehen, wo sie hin muss. Ja, sie müsste das Feuerwerk erkennen können. Folge dem Feuerwerk! Naja, ich stehe quasi vor, ich bin quasi vor ihr gestanden. Jetzt ist sie da. Okay, das ist natürlich wunderbar für unser Let's Play. Total. Wir haben ja auch so viel Zeit. Ja, das will, dadurch wird dann die erste Liste auf 30 Parts oder so gestreckt. Ja. Vor allem habe ich insgesamt so viel Zeit. Ich wollte halt eigentlich pünktlich ins Bett gehen. Und in den nächsten 29 Parks. Seht, wie sie es endlich schafft, dorthin zu kommen. Wir ziehen euch keiner Minute. Ich springe jetzt hier schon ein bisschen rum, damit er nicht hierher kommt. Folgt. Frag mal, ich schreib's mal endlich.
Folge dem Feuerwerk. Sie kommt anscheinend irgendwie nicht weiter. Und ich weiß, man soll nicht mit vollem Mund sprechen. Manieren. Folge dem Feuerwerk. Kam da irgendwie nicht durch. Dann kommen die da nicht durch. Keine Ahnung. Hä? Jetzt nicht mal irgendwie eine unsichtbare Mauer oder so? Das kann doch nicht sein. Na, da kommt ja eigentlich später noch eine Mauer, also. Ich weiß nicht. Bin ich jetzt, wenn alle hier rausfahren? Nee, die kommt doch immer noch nicht durch. What the fuck? Was auch immer sie gemacht hat. Naja, Patch Day. Ja, aber sowas habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Das haben wir auch noch nie erlebt. Da muss ich irgendwas sehr komisches gemacht haben. Ja, keine Ahnung. Versuchen wir es nochmal, wenn wir alle auf die letzte andere Ebene zurückkehren. Oder, okay, das ist auch ein guter Tipp. Einloggen und ausloggen. Hier ist zum Beispiel so eine Tür. Da kann man wirklich nicht durch. Ja. Aber normalerweise wirkt das einem noch so angezeigt. Ja, aber normalerweise ist ja eigentlich so, dass hier man ja noch später einen Boss bekämpft. Ja. Oh, jetzt spoiler ich natürlich schon alle. Oh, tut mir leid. Wir kommen da immer noch nicht durch. What the fuck? Ja, ich denke, wir beenden auch erstmal den Pfad hier und zeigen euch dann weiter, wenn sie erstmal hier wieder herkommt. Ja, wenn sie nicht da durchkommt. Wenn dieses Problem beseitigt ist. Bis dann!